Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Heute zwei dicke Lehrbücher von Raphael Gilbrandt. Einmal geht es um das Lehrbuch der klassischen Astrologie und zum anderen um das Buch Himmlische Matrix. Die Bedeutung der Würden in der Astrologie. Raphael Gilbrandt hat sich hier viele Verdienste erworben in der Übersetzungsarbeit aus dem Altspanischen ins Neuspanische im Kontext von arabischen Astrologen im ausgehenden Mittelalter, beginnenden Neuzeit. Darüber haben wir ausführlich mit ihm gesprochen in dem Interview Raphael Gilbrandt, das Sie auf unserem Kanal Archetypische Kosmologie finden. Heute wollen wir also ein bisschen einsteigen in seine beiden großen Lehrbücher. Und dazu gehen wir dann erstmal in den PC. So. Weg. Beide Bücher sind im Chiron Verlag erschienen, sowohl die Himmlische Matrix, die Bedeutung der Würden in der Astrologie, als auch das Lehrbuch der klassischen Astrologie. Bestellbar sind beide Bücher bei Astronova. Dort ist der Bestellvorgang genauso einfach wie auf der Chiron Verlagsseite selbst. Und wir gucken uns mal an, was wir auf der Homepage bei Astronova zum Lehrbuch der klassischen Astrologie an Infos bekommen. Da gibt es wie immer Produkt, also Buchdetails, die Sie sich dann auf der Homepage anschauen können. Es gibt ein bisschen Hinweis aus dem Inhalt, die vier Elemente, Tag- und Nachtgeburten, siderischer und tropischer Tierkreis, die klassischen Planeten, Fixsterne und Mondhäuser, die zodiakalen Würden der Planeten, die Häuser, der Begriff des Heiß, der Glückspunkt, die Aspekte, die Spiegelpunkte, die Lospunkte, Disposition und Rezeption, Geburtszeitkorrektur, Hermes, Waage und Animoda, Hylek und Alkohoden. Über die Lebenslänge der Begriff Almuten, die Transaturnie und Deutungsbeispiele. Und dann gibt es ein kleines Autorenporträt. Ich will mal gucken, was wir eigentlich finden, wenn wir Raphael Gilbrandt als Suchbegriff nehmen. Mal gucken, wo wir da landen. Dann kann ich Sie ja auf diese Seite verweisen, wenn es da ausführliche Informationen gibt. Also es gibt natürlich bei Amazon.de. Es gibt dann hier sein Astrologiezentrum, wo Sie auf seine Seite gehen können und sein Dienstleistungsangebot sich anschauen können. Dann gibt es beim Astrologenverband eine Seite, die über Raphael Gilbrandt informiert. Es gibt ein Interview mit Raphael Gilbrandt anlässlich seines Vortrages beim DAV-Kongress. Und dann haben wir auch noch bei Astrodienst in Zürich eine ausführliche Information über den Autor, sodass ich mir das sparen kann, darüber jetzt zu viel zu erzählen. Das Gleiche machen wir jetzt mal mit der Himmlischen Matrix. Da gibt es bei Chiron Verlag ebenfalls eine Buchinformation aus dem Inhalt über den Autor und es gibt eine Leseprobe. Und ich schalte jetzt mal den Bildschirm wieder weg und wir fangen mal an, in das Buch hineinzuschauen. Ich fange an mit dem Lehrbuch der klassischen Astrologie, erschienen im Chiron Verlag. Mal gucken, wann das erschien ist. 2000, damals noch in Mössingen. Heute ist der Chiron Verlag ja in Tübingen. Der Verleger ist ja Reinhard Stiele. Und wir lesen mal aus dem Klappentext. Standardwerke der Astrologie, das ist also die Reihe im Chiron Verlag, Standardwerke der Astrologie. Es gibt ja noch die Klassikerreihe im Chiron Verlag. Das sind dann die antiken Texte, hier also die modernen Texte, die aber Standardqualität haben. Dieses Buch stellt das Verständnis der klassischen Astrologie auf eine vollkommen neue Grundlage. Dabei geht der Autor weit über das hinaus, was gemeinhin als klassische Astrologie bezeichnet wird. Und dem Leser wird es ermöglicht,
die Technik und Arbeitsweise der griechischen und mittelalterlichen Astrologie umfassend kennenzulernen und zu verstehen. Als fundierter Kenner der Originalschriften hebt Raphael Gillebrand besonders die in Vergessenheit geratenen oder scheinbar überholten Deutungselemente hervor. Es gelingt ihm, auch solche Methoden, die uns fremd erscheinen, aus der damaligen Weltanschauung heraus zu entziffern und zu verstehen. Die alten Methoden werden detailliert dargestellt und so wiedergegeben, dass sie für jeden heutzutage an Astrologie interessierten Leser nachvollziehbar und leicht anzuwenden sind, was eine enorme Erweiterung der bisherigen Deutungsmöglichkeiten verspricht. Über Raphael Gillebrand auf dem Klappentext, geboren 1959 in Madrid, zweisprachig aufgewachsen, Schauspielunterricht, Astrologieausbildung bei José Luis San Miguel de Pablos, anschließend Psychologiestudium und Ausbildung zum Gestalttherapeuten in Hamburg, 1991 Eröffnung des Zentrums für Astrologie in Hamburg, Verfasser zahlreicher Fachbeiträge in deutschen und spanischen Astrologiezeitschriften. Raphael Gillebrand ist nicht mehr in Hamburg, das hatten wir hier in dem ausführlichen Interview zu seinen biografischen Daten herausgearbeitet. Er ist jetzt an der Nordseeküste in Ostfriesland. Das finden Sie alles auf seiner Homepage, wenn Sie wissen wollen, wo er genau jetzt sein Domizil hat und sein Astrologiezentrum. Er macht sehr viel Internetarbeit, also Online-Kurse, Fernkurse sind ein wichtiger Bestandteil seines Dienstleistungsspektrums. Gehen wir mal in das Buch hinein. Das Buch hat starke Seitenzahl. Und zwar sind es 424 Seiten im Lehrbuch der klassischen Astrologie. Und jetzt gucken wir uns mal die Struktur des Inhalts sozusagen. Es ist aufgebaut in Hauptteile. Und zwar sind es insgesamt drei Hauptteile, die sich in Kapitel untergliedern, die durchnummeriert sind. Es geht dann bis zum 17. Kapitel. Und wir nehmen mal den Teil 1, Zeitströmungen. Arabisch erstens, also das erste Kapitel, das geistige Umfeld. Das ist sehr umfangreich mit Unterüberschriften. Dann gibt es das zweite Kapitel Weltbild und Himmelsmechanik. Das überlasse ich dann Ihrem persönlichen Studium, müssen wir jetzt nicht alles ausbreiten. Kapitel, also Hauptteil 2, das astrologische Lehrgebäude als Überschrift und dann das Kapitel 3 als Unterkapitel, die vier Elemente. Und das ist wieder unterteilt in die Subkapitel, die Elementenlehre, die Entsprechungen der Elemente in der Natur, die vier Körpersäfte und die vier Temperamente. Dann das vierte Kapitel, der Tierkreis. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das kann man dann in Ruhe nachlesen. Das interessante Unterkapitel, die Dekane oder Dekanate, dunkle und leuchtende Grade. Wir sind schon auf Seite 104. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem siderischen Tierkreis und den Fixsternen. Das sechste Kapitel mit den Planeten. Das siebte Kapitel, Himmel und Erde, Tag und Nacht, männlich, weiblich. Da gibt es die interessanten Unterkapitel Tag- und Nachtplaneten, eine Deutungsproblematik, die in der psychologischen Astrologie meistens komplett vernachlässigt wird. Männliche und weibliche Planeten, Quadranten und Verhältnis zur Sonne, Interpretation bei Tag- und Nachtgeburten, die Begriffe Heis und Duktoria. Da muss ich dann erstmal lesen, was das ist. Das achte Kapitel, die Würden der Planeten. Wir erinnern uns, er hat dann anschließend, einige Jahre später, dieses dicke Ding produziert, wo es nur um die Bedeutung der Würden in der Astrologie geht. Da kommen wir im zweiten Teil dieses Videos drauf. Also hier schon in diesem Buch, im Lehrbuch der klassischen Astrologie, gibt es ein achtes Kapitel, die Würden der Planeten. Und da gibt es dann das Domizil, die Erhöhung, Verbannung und Fall, die Triplizitätenherrscher, die Grenzen, die Gesichter oder Dekanate, Planeten auf ihrem Thron, Ansehen eines Planeten, Navamsas und Dodekatemorien, peregrine Planeten und das neunte Kapitel die Häuser, das zehnte Kapitel Aspektlehre und Phasenstellung, das elfte Kapitel Disposition, Rezeption und andere Planetenverhältnisse, dort die Unterkapitel der Begriff des Dispositors, die Rezeption, die Kräfteübertragung und die verschiedenen Aspektzustände, Aspektbildung und Leerlauf, also Moon, Void of Course, Leerlauf beim Mond, Stärke und Dominanz der Planeten, der zwölfte Kapitel, der Glückspunkt und andere Lospunkte, es geht aber wahrscheinlich um die arabischen Punkte. Dann Teil 3, die Nativität, Kapitel 13, Aszendentenbestimmung und Geburtszeitkorrektur, da gehe ich auf die Unterkapitel nicht ein. Ein ganzes Kapitel 14 zu Almuten und Hylek, habe ich damals in Luzern auf dem Weltkongress interessant gefunden.
empfehle ich also Ihre Lektüre. Dann 15. Der geborene Physiognomie, Temperament, geistige Veranlagung. 16. Das Rad des Lebens mit einigen Unterkapiteln und ein Deutungsbeispiel Gerhard Schröder am Ende dieses Buchs. Wenn man über Klassik reden will, muss man einerseits die klassischen Schriften lesen und man wird wahrscheinlich nicht am Raphael Gilbrand Lehrbuch der klassischen Astrologie vorbeikommen. Und jetzt noch ein kurzer Blick in die himmlische Matrix. Das ist noch dicker, noch mehr Seiten. Man hat also das Programm für Weihnachten, Ostern und Pfingsten zusammen schon in einem Buch. 594 Seiten. Raphael Gilbrand hat eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Der nennt sich heute hermetische und siderische Astrologie. Nicht my cup of tea. Deswegen nehme ich aus dem Buch erst die Inhalte ab dem zweiten Hauptkapitel. Man kann also, wenn man das Siderische nicht so ganz wichtig findet, wie Raphael das tut, kann man das Buch auch tropisch lesen, aus meiner Sicht, was ich bevorzuge. Auf dem Klappentext finden wir folgende Informationen, wiederum Standardwerke der Astrologie. Dieses Buch behandelt die zodiakalen Würden der Planeten in einer bislang noch nie dagewesenen Ausführlichkeit. Domizile, Erhöhungen, Grenzen, Triplizitäten, Dekanate oder Navamsas bringen die Matrix des Tierkreises mit all ihren vielfältigen Unterteilungen zum Ausdruck und setzen diese in Beziehung zu den sieben Planeten. Wenn man die alten Werke studiert, wird deutlich, dass die Würden nicht einfach eine Technik sind, um Stärken von Planeten zu messen, sondern dass sie unterschiedliche Funktionen innerhalb des astrologischen Systems haben. Doch welche Logik steht dahinter? Warum sind die Domizile so angeordnet? Woher kommt die ungleiche Verteilung der Grenzen? Wie sind die Alten darauf gekommen, dass die Planeten auf genau diesen Graden ihre Erhöhung erfahren? Sowohl im Abendland wie in der indischen Tradition wurde die Anordnung der Würden hingenommen, ohne eine Antwort auf diese Fragen zu geben. Und die alten Texte schweigen sich hierüber aus. Es ist dem Autor gelungen, den Schlüssel zu finden, der die Verteilung der Würden erklärt. Dabei sind bisher unbekannte Zusammenhänge ans Licht gekommen, die über das System der Würden hinaus ungeahnte Möglichkeiten der Interpretation ermöglichen, insbesondere durch die Entdeckung des goldenen Schnitts als einer universellen Proportion, die auch dem klassischen astrologischen System innewohnt, eröffnet Ihnen dieses Buch eine vollkommen neue Perspektive. Dieser letzte Hinweis ist zentral unter Forschungsgesichtspunkt. Ich glaube, wenn ich das recht interpretiere, ist Raphael Gilbrand hier eine echte Forschungsleistung gelungen, die Aspekte des goldenen Schnitts in der Horoskopanalyse. Ich verweise Sie hierbei auf dieses umfangreiche Werk. Dann gibt es wieder die Information über seine Biografie. Und jetzt schauen wir mal hinein in das Buch selbst. Wie gesagt, dass die Einleitung und der siderische Tierkreis, hermetische und vedische Astrologie, die Elemente des Horoskops, das schenke ich mir. Ab das Hauptkapitel 1, die galaktische Matrix. Wen es interessiert, der mag es lesen. Ich finde es spannend ab Kapitel 2, Stärken der Planeten, Häuser, Achsen und Felder. Mit den Unterkapiteln das System der Zeichenhäuser in äquale Feldersysteme. Und so weiter. Dann das dritte Kapitel, Hairesis, Tag- und Nachtplaneten, die Tagplaneten, die Nachtplaneten und so weiter. Dann das vierte Kapitel, die Jahre der Planeten, die niedrigen Jahre, die hohen Jahre von Sonne und Mond, die hohen Jahre der fünf Planeten, die mittleren Jahre der Planeten. Begriffe, die Sie möglicherweise heute zum ersten Mal hören. Es gibt dann numerologische Aspekte. Das fünfte Kapitel, die Domizile der Planeten, Aufbau der Domizile, warum das Domizil der Sonne am rechten Platz steht. Die Dreigliederung des Tierkreises, Domizile und Aspekte, Domizile der Freude und Mylatrikonos, was immer das ist. Die Herrscher der zwölf Häuser, der Dispositor, das Geben von Kraft, das Geben der Natur und die Rezeption, die gegenseitige Rezeption, Exil, die Zeichen als Zeitgeber. Dann sechstens, Ekurs, Triplizitäten, Elemente und Konstitutionstypen. Siebtens, die triplizitäischen Herrscher. Achtens, die Grenzen der Planeten. Neuntens, Erhöhung und Fall der Planeten. Wir sind inzwischen auf Seite 311. Dann Planeten in ihrer Erhöhung, die einzelnen Planeten inklusive Mondknoten durchdekliniert. Dann zehntens, die Dekane und ihre Gesichter. Dann elftens, Wanderer in der Fremde und zwölftens, Vargas. Und dreizehntens, die himmlische Matrix. Ich denke, wer über Würden reden will,
muss neben den Klassikern, Ptolemäus fällt einem ein, darüber machen wir ein extra Video, Kepler fällt einem ein, Firmicus Maternus fällt einem ein, haben wir ein eigenes Video gemacht. Diese beiden Bücher, nochmal gezeigt, schwergewichtig, inhaltlich und kilogrammmäßig. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.